Die Aufzeichnung wurde gestartet. Dann starte ich auch rein. Ich habe gerade schon was zu mir gesagt. Ich wiederhole es noch mal kurz, weil ja noch ein paar Leute dazugekommen sind. Ich mache seit bald 3 Jahren UX Research bei Chefkoch in Bonn und seit jetzt knapp einem halben Jahr auch UX Design. Und ihr seht hier außerdem meine LinkedIn- und Xing-Links. Ich freue mich total, wenn irgendjemand im Nachhinein irgendwie über das Thema oder andere UX-Themen sprechen möchte oder falls ihr noch im Nachgang Fragen habt, dann kontaktiert mich sehr gerne über eine der Plattformen. Genau, und dann starte ich einfach auch direkt inhaltlich rein. Der Anfang heißt in diesem Fall der Anfang, als ich vor knapp über 3 Jahren zu Chefkoch gekommen bin. Da gab es nämlich einen Prozess mit 5 Schritten, der erarbeitet wurde, um das UX-UI-Team, die UX-Designer, die UI-Designer in den Produktentwicklungsprozess einzubeziehen, um UX-Methoden an möglichst vielen Stellen irgendwie fest verwurzelt zu haben und das in Scrum auch ausleben zu können. Das sah dann beispielsweise so aus, dass wir geplant haben, relativ am Anfang in der Discovery-Phase Research, Generative Research zu machen, beispielsweise in Form von Interviews ganz klassisch. Und zu einem späteren Zeitpunkt, dann, wenn es einen Prototyp gibt, wenn es ein Produkt gibt, das man testen kann, dann Evaluative Research zu machen und meistens in Form von Inhouse Usability Labs. Wir hatten dann Inhouse ein Lab-Setup. Als man noch ins Büro gehen konnte, haben wir dann da Teilnehmer eingeladen und haben mit denen vor Ort getestet und Kollegen konnten das beobachten von anderen Räumen aus. So viel zur Theorie. Also das war auch in diesem Prozess verwurzelt und fest mit eingeplant. Aber ich glaube, ich erzähle vielen nichts Neues, wenn ich sage, dass das in der Praxis nicht immer so hundertprozentig funktioniert, wie man das plant. Das heißt konkret nicht immer, aber immer mal wieder fällt Research am Anfang weg. Die Zeit fehlt und dann heißt es irgendwie, wir haben ja quantitative Daten und irgendwie wissen wir auch selbst, wie wir das machen wollen. Und dann fällt der Research weg. Testing wird gemacht, aber dann vielleicht auch nicht in der Häufigkeit und in der Regelmäßigkeit, in der man das als UX-Researcher oder UX-Designer sich wünschen würde. Von daher sieht die Praxis dann häufig doch nicht ganz so rosig aus wie die Theorie. Wir haben allerdings bei Chefkoch einen Vorteil gegenüber einigen anderen Produkten und Unternehmen und das ist unser Thema. Also Kochen und Essen könnt ihr vielleicht selbst auch nachvollziehen. Das ist ein dankbares Thema. Wir bekommen sehr viel Feedback einfach so. Ich habe jetzt hier 3 Beispiele aus dem App Store, also App Store Reviews, weil wir merken schon, also bei manchen Produkten ärgert man sich vielleicht, wenn irgendwas nicht so funktioniert oder es nicht die Funktion gibt, die man sich wünscht, aber dabei belässt man es dann vielleicht auch schon wieder. Bei uns ist es wirklich so, dass wir sehr viel, sehr, sehr, sehr viel Feedback bekommen, sowohl Lob als auch Kritik. Hier in der Mitte leider zu viel Werbung. Das hören und lesen wir sehr häufig. Und ja, insgesamt sind unsere Nutzer zum Glück für uns sehr engagiert. Das sind so generische Sachen an Lob und Kritik. Es sind aber auch, das habe ich hier markiert, teilweise sehr konkretes Feedback. Also unsere Nutzer teilen uns dann mit, also wie man die Funktionen noch anpassen könnte, um ihnen wirklich das Leben einfacher zu machen, was ihnen auch fehlt und wie sie vorgehen und wie man das noch optimieren könnte. Wir sammeln das auch alles in Jira-Tickets. Und das ist grundsätzlich eine wichtige Datenquelle. Hier haben wir nochmal ein paar andere Beispiele aus dem Chefkoch-Forum, also ungefragt Feedback zu neuen Funktionen zu geben, Feature-Wünsche oder wenn irgendwas nicht funktioniert. Das gleiche auch auf Social Media. Da sieht man wirklich nochmal das Ausmaß. Also das ist jetzt so ein bisschen, eigentlich sind es witzige Beispiele. Hier sagt eine Nutzerin, gibt Feedback zu dem Rezept, das gepostet wurde und dass die Spätzle auf irgendeine Art und Weise zubereitet werden sollen. Und sie kennt das aber eigentlich anders. Also, wie gesagt, eher so ein Spaß jetzt inhaltlich ausgewählt, aber es verdeutlicht einfach nochmal, dass eben sehr, ja, die Nutzer da auch sehr eigeninitiativ sind und Feedback geben,
eben auf Basis des Themas und weil es sehr persönlich für sie ist. Ja, und es halt auch häufig genutzt wird und sie sich dann wünschen, wenn sich was verändert und das auch, preisgeben wollen. Und wir haben uns dann irgendwann gedacht, eigentlich muss man das noch stärker nutzen, diese Eigeninitiative der Nutzer, dieses Engagement der Nutzer und gleichzeitig eben dem Problem entgegenwirken, dass manchmal eben keine Zeit ist, um irgendwie größere Research- oder Testing-Projekte aufzuziehen. So gerne man das hätte, aber in der Praxis ist es manchmal schwierig. Und aus diesem Problem heraus ist ein neues Projekt entstanden, und zwar konkret in der Praxis unser erster Versuch in Richtung einer Insights-Community war vor ungefähr 2 Jahren. Da haben wir eine neue Einkaufslisten-App entwickelt, die Chefkoch Smartlist, und haben da von Anfang an Nutzer, so gut es geht, in die Entwicklung dieser App, dieser neuen App mit einbeziehen wollen. Also in Form einer Co-Creation haben wir das aufgezogen. Wir haben dafür 1000 Nutzer rekrutiert, die teilgenommen haben an diesem Beta-Test, haben die über unsere Plattform rekrutiert. Das Ganze lief insgesamt 4 Monate. Die Nutzer hatten die ganze Zeit, oder die Teilnehmer hatten die ganze Zeit, wenn sie an dem Beta-Test teilgenommen haben, Zugriff auf die Beta-Version der App, also in der Entwicklung, noch bevor sie gelauncht wurde. Und wir haben dann über 10 Newsletter über diesen Zeitraum von 4 Monaten immer wieder aktiv Feedback abgefragt. Immer wieder einfach zu den Funktionen, die wir schon eingebaut haben, und haben dann auch uns mit einzelnen Nutzern verabredet und remote mit denen Tests gemacht und eben klassisch beispielsweise Feature Voting, was sollen wir in Zukunft noch entwickeln, um das auch priorisieren zu können. Und das Ganze lief ab ohne eine direkte Incentivierung. Also wir konnten auch nicht die Nutzer dafür bezahlen, dass sie da mitmachen. Das lief rein auf intrinsischer Motivation einfach und dem Spaß daran, irgendwie auch eine neue App auszuprobieren und Feedback dazu zu geben, noch bevor sie gelauncht ist, noch bevor sie offiziell verfügbar ist. Und deswegen haben wir, also eine große Erkenntnis konnten wir daraus ziehen, das haben wir gehofft und das hat sich bestätigt, nämlich das Thema glückliche Nutzer. Also wir haben sehr viel Feedback bekommen im Laufe dieser Beta-Testing-Co-Creation-Community, dass die Nutzer gesagt haben, es hat ihnen total viel Spaß gemacht, das zu testen. Sie haben sich bedankt, dass sie dabei sein durften und für die Zusammenarbeit mit uns. Das, wie gesagt, wir hatten darauf gehofft, es hat sich bestätigt und eigentlich haben wir gemerkt, es ist eine Win-Win-Situation, sowas zu haben, weil den Nutzern macht es Spaß, die gerade Leute, die irgendwie Chefkoch ganz häufig nutzen, die wollen auch dabei sein, die wollen auch früh informiert werden, was passiert da so und vielleicht auch, welche Funktionen kann ich bald hoffen, was verändert sich. Und für uns ist es natürlich auch eine total tolle, interessante, wichtige, wertvolle Datenquelle, weil wir auch so schnell von unseren Nutzern direktes, unmittelbares Feedback bekommen. Deswegen haben wir uns gedacht, das kann nicht das Ende sein nach diesen 4 Monaten, nachdem die Smartlist dann offiziell gelauncht wurde. Und das war dann die Geburt der Chefkoch-Testküche. Wir haben gedacht, es wäre zu schade, diese Quelle an Insights wieder zu verlieren nach diesen 4 Monaten, und haben dann wiederum einen neuen E-Mail-Newsletter, E-Mail-Verteiler aufgesetzt. Wir konnten nicht einfach den alten übernehmen, aus rechtlichen Gründen natürlich, weil der war befristet. Da haben wir klar kommuniziert, nach diesen 4 Monaten ist das vorbei und eure Daten werden gelöscht. Von daher mussten wir das neu aufsetzen. Und es sollte dann aber eben nicht mehr befristet sein und auch nicht für ein Chefkoch-Produkt nur gelten, sondern für alle Chefkoch-Produkte. Also das einfach größer aufziehen. Und dafür haben wir einerseits versucht, schon unsere 1000 bestehenden Tester zu konvertieren, haben die gefragt, ob sie weiter Feedback geben möchten, ob sie weiter Teil dann der Chefkoch-Testküche sein möchten. Das hat zum Teil funktioniert. Und wir haben dann auch angefangen, Kampagnen zu starten, um wirklich auch neue Teilnehmer zu rekrutieren. Auch rein auf Basis, so, hast du Lust, irgendwie Feedback zu geben und uns zu helfen, Chefkoch noch besser zu machen?
Und wir sind mittlerweile bei, Stand heute, knapp über 3.700 Teilnehmern. Wir versuchen, alle 4 bis 5 Wochen Newsletter rauszuschicken. Es gibt natürlich Zeiten, da hat man nicht so viel zu testen. Und dann kommen wieder Zeiten, irgendwie, da kommt viel auf einmal. Wir versuchen so ungefähr bei 10 bis 12 Mailings im Jahr rauszukommen. Und schauen uns dazu auch regelmäßig die Zahlen an. Ich habe mal eine Zahl rausgepickt. Wir haben bis zu 60% Öffnungsrate bei diesen Testküche-Mailings, die wir an die Mitglieder rausschicken. Nur zum Vergleich, also wir haben andere Newsletter, da tingelt das eher so um den 50-20% rum. Von daher ist das schon eine sehr gute Zahl und stimmt uns sehr positiv, dass das auch bei den Nutzern ankommt. Und genau, was wir da bisher meistens gemacht haben, waren eben einfach Umfragen rauszuschicken zu bestimmten Themen, zu bestimmten Produkten und eben auch immer mal wieder Remote-Testings zu machen zu einem Produkt. Und wie das konkret aussieht, seht ihr hier. Das ist ein Beispiel aus letzten Dezember. Wir haben vor etwas über einem Monat ein neues Chefkoch-Kochbuch rausgebracht. Und das letzte Jahr über gab es für dieses neue Kochbuch, dieses neue Produkt, mehrere Testingrunden, unter anderem auch über die Chefkoch-Testküche. Das heißt, eigentlich relativ simpel. Wir setzen diesen Newsletter auf, wir erklären, was ist unser Vorhaben, wir erklären, was wollen wir von den Mitgliedern der Testküche, wie sieht es aus. Und dann gibt es einmal einen Link zu einem Zugang zu dem neuen Produkt. Das heißt, das gibt es noch nicht, das ist eben noch nicht gelauncht. Das sieht man noch nicht so auf Chefkoch selbst, aber über diesen Link können sich die, die Abonnenten des Newsletters, die Testküche-Mitglieder, dann dieses neue Kochbuch in dem Fall schon anschauen und dann einen zweiten Link, um Feedback dazu zu geben. Es ist natürlich klar, dass es da auch eine hohe Absprungrate gibt. Also es gibt viel mehr Leute, die dann auf den ersten Link klicken und interessiert sind und neugierig sind und sich das anschauen wollen. Und viele, die dann aber nicht unbedingt noch Lust haben, diesen langen Feedback-Fragebogen zu beantworten. Also wir haben da schon einen sehr umfangreichen Fragebogen gebaut, damit es sich auch lohnt. Wir hatten in jeder der Testingrunden, die wir zum Kochbuch im letzten Jahr gemacht haben, ungefähr 150 bis 200 Teilnehmer, die dann auch den Feedback-Fragebogen 15 bis 20 Minuten ging das komplett ausgefüllt haben. Und damit waren wir eigentlich auch sehr zufrieden mit dieser Teilnahmequote. Was ich auch festgestellt habe, so im Laufe der Zeit, in der wir versucht haben, die Testküche irgendwie aufzuziehen, war, dass wir auch nicht die Einzigen sind, die dieses Format so nutzen. Also es gibt beim Thema Insights Communities gibt es sehr viele unterschiedliche Ansätze, wie man das aufziehen kann. Da werde ich später auch noch ein, zwei Sätze zu sagen. Aber konkret in diesem Format, das so über einen E-Mail-Verteiler zu machen und regelmäßig da Umfragen rauszuschicken, gibt es so ein paar, auf die ich gestoßen bin, die das sehr ähnlich machen. Groupon Insights geht eher so tatsächlich in die Richtung Zufriedenheitsabfrage, was man ja auch von allen möglichen Unternehmen kennt. Vor allem aber LinkedIn Insight Community, das finde ich sehr spannend, weil das wirklich sehr ähnlich ist zu dem, wie wir es machen. Die schicken auch alle paar Wochen ungefähr eine Mail raus mit einer Umfrage zu unterschiedlichen Themen und halten das dann auch immer wieder nach. Was haben sie gelernt von den Mitgliedern dieser Insight Community und was machen sie mit diesen Erkenntnissen? Was wird daraus jetzt entwickelt? Auch auf Spotify Insights bin ich gestoßen. Das ist, die haben eine Website, wo man dann unter anderem auch Feature-Wünsche einreichen kann. Und in ihrem Medium-Bereich Spotify Insights schreiben sie darüber, was ihnen ihre, sie nennen es eben auch Insights Community, was sie da für Erkenntnisse rausgezogen haben und wie ihnen das weitergeholfen hat. Das nur so ein paar Beispiele. Wieder zurück zu uns, unsere wichtigsten Learnings. Ich habe es versucht, es auf 3 runterzubrechen. Es gibt natürlich noch viel mehr. Aber so das, was ich euch allen zumindest mal mitgeben möchte. Punkt 1 ist simpel. Unsere Nutzer wollen Feedback geben und mitwirken, ganz ohne Gegenleistung. Das ist
War für mich schon auch eine wichtige Erkenntnis, dass man tatsächlich die Nutzer dann auch einfach nach dem Feedback fragen kann und sie auch gerne dieses Feedback geben. Menschen haben ja vielleicht so grundsätzlich das Bedürfnis, irgendwie die eigene Meinung kundzutun, egal ob positiv oder negativ. Und das hat sich wirklich auch hier bestätigt. Für viele ist irgendwie Chefkoch auch ein total alltägliches, relevantes Produkt. Und da wollen sie dann sagen, wenn ihnen was nicht passt, aber auch wenn ihnen was gut gefällt. Und meine Erfahrung ist dabei auch, dass es sehr ehrliches Feedback, also dass sehr ehrliches Feedback zurückkommt. Das ist was, was in anderen Research-Formaten ja nicht immer so gegeben ist. Also ich kenne das zumindest so beispielsweise aus Usability-Testings, die persönlich stattfinden, in-house, one-on-one, dass manchmal Nutzer nicht so ganz mit der Sprache rausrücken wollen, gerade wenn es irgendwie um Kritik geht. Und ja, hier ist es wirklich zumindest mein Eindruck, dass es sehr ehrliches Feedback gibt und die Nutzer auch sehr gerne dieses Feedback teilen. Was man dazu natürlich sagen muss, ist, dass es leider nicht für jedes Unternehmen oder jedes Produkt passt. Das ist einfach so. Aber meine Meinung, wenn man ein Produkt hat, wo sich das anbietet, dann kann man nicht viel falsch machen und nur ganz viele spannende Erkenntnisse bekommen. Punkt 2 ist das Thema Erwartungsmanagement, Transparenz und Wertschätzung. Das sind sehr wichtige Punkte. Mit Erwartungsmanagement meine ich, dass man wirklich den Leuten, die sich da anmelden, ganz klar macht, was das ist, was sie bekommen und was man auch von ihnen erwartet. Wir haben damals eine Landingpage aufgebaut dafür, für die Anmeldung, wo wir dann auch erklären, worum geht's und warum machen wir das. Und ja, man weiß vielleicht schon, dass Leute nicht gerne lange Texte lesen, aber wir haben gemerkt, dass selbst die Bullet Points, die wir am Ende nochmal zusammengefasst haben, nicht so bei jedem angekommen sind. Wir haben dann auch kurz nach der ersten Kampagne, um neue Mitglieder zu rekrutieren, haben wir mal eine Umfrage gemacht, offene Frage, was die Mitglieder eigentlich davon erwarten, was sie sich davon erhoffen, hier dabei zu sein, und haben dann teilweise so Antworten bekommen wie, ja, ich warte darauf, dass ich jetzt bald Küchenutensilien zugeschickt bekomme, die ich dann testen kann und wo ich dann Feedback zu geben kann. Da haben wir dann gemerkt, okay, wir müssen vielleicht nochmal an unserer Landingpage feilen und es ist vielleicht noch nicht bei allen angekommen, worum es hier geht und was auch unser Produkt konkret ist. Das heißt, da so das Thema Erwartungsmanagement ist wichtig, weil man sonst natürlich auch die falschen Leute anspricht und dann auch nicht die Erkenntnisse bekommt, die man gerne hätte oder die man braucht. Der zweite Punkt, Transparenz, ist hier gemeint im Sinne von sowohl am Anfang, wenn man zu irgendwas Feedback haben möchte, klar machen, wofür eigentlich, was steckt dahinter, was möchten wir damit. Das ist natürlich dann auch wichtig für die Motivation. Wenn wir möchten, dass die Nutzer Zeit investieren und sich damit beschäftigen, denen zu erklären, warum eigentlich, was ist der Sinn dahinter. Aber auch im Nachgang immer wieder zurückzuspiegeln, warum war das wertvoll für uns? Was konnten wir damit machen? Was haben wir für Erkenntnisse gewonnen, die uns geholfen haben oder die uns helfen werden, unser Produkt weiter zu verbessern, was dann wiederum natürlich auch den Nutzern zugutekommt. Das ist hier im Sinne von Transparenz gemeint. Und Wertschätzung ist vielleicht auch selbsterklärend. Also wir wollen, dass die Leute da ganz ohne Gegenleistung, ohne irgendwie Incentivierung ihre Zeit regelmäßig auch einsetzen, um uns Feedback zu geben. Sei es mal eine kurze Umfrage, aber auch mal wirklich intensives Testing eines neuen Produkts und da sehr wertschätzend zu kommunizieren, auch wirklich Dankbarkeit klar auszudrücken den Nutzern gegenüber, finde ich da sehr wichtig, um auch den Teilnehmern nicht das Gefühl zu geben, man nutzt sie irgendwie aus und man nimmt ganz viel von ihnen und gibt aber eigentlich nichts zurück. Man muss natürlich, was noch dazu gerade zum Thema Transparenz gesagt werden muss, man muss schon ein bisschen aufpassen, was man preisgibt, anders als irgendwie bei manchen Testings, wo man ja auch die Tester teilweise unterschreiben lassen kann, dass sie nicht darüber reden dürfen, was sie gesehen haben oder was sie ausprobiert haben. Sowas haben wir in dieser Form natürlich nicht. Das heißt,
da ein bisschen vorsichtig sein, was man sagen darf und was man wie rüberbringt. Wir haben auch schon die Erfahrung gemacht, wenn Nutzer irgendwas erfahren haben, jetzt gar nicht über die Testküche, sondern irgendwie über andere Kanäle und vielleicht nicht so glücklich darüber waren und das dann im Chefkoch-Forum gepostet haben, das hat dann teilweise auch schon zu einem Shitstorm geführt. Also da dann wirklich auch ein bisschen vorsichtig sein, was man kommuniziert und in welcher Form. Der dritte Punkt, der nicht weniger wichtig ist als die anderen beiden: Die Insights-Community darf nicht die einzige Quelle für Nutzerfeedback und Erkenntnisse sein. Ich glaube, das ist eigentlich auch ganz klar, was ist wirklich wichtig, das nochmal explizit zu sagen, weil es schon eine große Gefahr ist, dass man ein bisschen faul wird, dass man sagt, wir haben ja da unsere Community, die haben sich angemeldet, weil die Feedback geben wollen, und dann schreiben wir da mal schnell eine E-Mail raus und dann haben wir unsere Erkenntnisse und dann wissen wir auch das, was wir wissen wollen. Es ist natürlich eine Quelle und auch eine sehr wertvolle Quelle. Man muss aber beispielsweise auch berücksichtigen, wer sind diese Leute, die sich dazu angemeldet haben. Bei uns sind es beispielsweise so, wir nennen die Intensivnutzer. Die nutzen Chefkoch sehr häufig, teilweise mehrmals täglich. Die kennen das Produkt sehr gut und haben deswegen auch ein eigenes Interesse daran, da Feedback zu geben und irgendwie dadurch auch ihre Meinung und ihre Sichtweise einzubringen, was verändert werden sollte. Und diese Nutzer, die da teilnehmen, sind natürlich nicht repräsentativ für unsere ganze Nutzerschaft. Das heißt, es bringt total viele wertvolle Erkenntnisse, aber man darf sich nicht drauf ausruhen und sagen, okay, da muss ich ja jetzt gar nichts mehr machen. Ich muss nicht mehr irgendwie tagelang mir blocken, um also ganz intensiv Usability-Tests zu machen oder stundenlang Interviews zu führen. Das ersetzt es einfach nicht. So, die Rückfrage zu meiner kleinen Frage, die ich im Titel gestellt habe, nämlich lohnt sich das in Bezug auf die Frage schnelle Insights und glückliche Nutzer? Was das angeht, kann ich definitiv einen Check dran setzen. Wenn wir was rausschicken, dann haben wir einen großen Teil der Antworten, der Ergebnisse nach ungefähr 24 Stunden. Es kommt immer noch mal was nachträglich rein, aber man hat wirklich schnelle Erkenntnisse, mit denen man dann auch weiterarbeiten kann. Was dann natürlich noch zukommt, ist, was zumindest für uns, unser UX-UI-Team auch relevant ist, dass, wenn man beispielsweise eine Umfrage machen möchte, damit ist in dieser Form kein technischer Aufwand verbunden. Anders als wenn wir das auf der Plattform einbinden, müssen wir hier nicht eben keinen Entwickleraufwand irgendwie einplanen und frühzeitig anmelden, sondern sind da relativ autonom, wie wir das gestalten können und wann wir das machen können und dadurch eben auch zeitlich flexibel. Man kann relativ kurzfristig planen, Newsletter rauszuschicken, und das hilft und liefert wirklich recht schnell dann auch die Erkenntnisse und vereinfacht dadurch natürlich auch insgesamt den Research-Prozess in Kombination mit anderen Methoden, aber man weiß, man kann jederzeit irgendwie relativ schnell und tatsächlich auch mit verhältnismäßig wenig Aufwand und mit den Nutzern einfach in einer gewissen Form interagieren und da von denen Rückmeldungen bekommen. Der zweite Punkt, glückliche Nutzer, tatsächlich auch ein Check dran. Da hatte ich im Kontext der Smartlist schon was zu gesagt. Voraussetzung ist natürlich, dass man irgendwie fair ist, dass man das Feedback ernst nimmt, dass man eben so gut es geht klar kommuniziert, was macht man damit, und damit eben auch immer wieder die Motivation schärft und zeigt, dass es keine, dass es keine Arbeit der Nutzer für die Tonne ist, sondern dass die wirklich dann auch im besten Fall relativ schnell Veränderungen, Verbesserungen für sie am Produkt sehen. Wir denken auch immer wieder über das Thema Incentives nach. Wir können natürlich bei 3.700 Nutzern, die irgendwie nicht für ihre Teilnahme da bezahlen, aber wir versuchen ab und zu mal Gewinnspiele zu machen, um irgendwie auch so einen exklusiven Charakter herzustellen, zu zeigen, ihr seid hier Teil dieser Gruppe und das ist irgendwie was Besonderes. Ihr könnt hier bei Sachen teilnehmen und die nicht alle zugreifen können, die nicht für alle sind. Und wir merken auch, dass wir die Nutzer in einer gewissen Form auch durch diese Community stärker an uns und an unser Produkt binden.
Ich habe hier noch so einen kleinen Beisatz angefügt, nämlich es geht nicht ohne Commitment und gleichzeitig Distanz. Damit meine ich, auch wenn ich jetzt hier sage, ja, es geht schnell und es ist relativ zeitlich flexibel und so, es braucht trotzdem klare Verantwortlichkeiten. Es muss Menschen geben, die Themen planen, die auch priorisieren, die Umfragen aufsetzen, die Tests technisch organisieren und die Texte schreiben und das am Ende dann eben auch auswerten. Also das muss schon ganz klar gezogen sein. Das kann nicht so irgendwie ohne Commitment mal so ein bisschen nebenher laufen. Gleichzeitig Distanz, das hatte ich gerade schon so ein bisschen angesprochen, Distanz zu den Erkenntnissen, immer wieder hinterfragen, von wem ist das Feedback eigentlich und was bedeutet das genau? Weil ich tatsächlich sagen muss, dass, also wir haben vor 2 Jahren ungefähr angefangen, ja, mit der Smart List Co-Creation und danach dann die Testküche aufgezogen. Man baut irgendwie doch in einer gewissen Art eine Bindung zu dieser Community auf, weil man ja auch regelmäßig, man kennt die Leute nicht persönlich, aber irgendwie ist regelmäßig ein Kontakt dazu da und da muss man dann einfach ein bisschen vorsichtig sein und so neutral und ja, neutral wie möglich bleiben und eine gewisse Distanz beibehalten. Letzter Punkt, nämlich die Frage, wo geht die Reise noch hin? So ein kleiner Ausblick, was haben wir vor? Da habe ich einmal den Punkt methodischer Ausbau und Professionalisierung. Wir haben einfachheitshalber vor allem Umfragen in der Vergangenheit gemacht und das, was ich gezeigt habe mit diesem Beispiel aus dem Dezember, dieses ein bisschen asynchrone Testing quasi. Wir wollen aber da methodisch noch deutlich mehr ausprobieren und das gleichzeitig auch professionalisieren. Das heißt dann auch mit Teilnehmern regelmäßig Remote Usability Tests machen, sowohl unmoderiert, dann aber einfach ein bisschen, also so wie der Kochbuchtest, nur einfach ein bisschen technisch professioneller, als aber auch moderierte Testings, wo wir dann mit den Nutzern tatsächlich reden und mobil testen können. Das ist der eine Punkt. Segmentierung und Personalisierung. Wir haben vor, unsere Teilnehmer, die hoffentlich noch zahlenmäßig weiter anwachsen, zu segmentieren nach bestimmten Kriterien, also beispielsweise auf welchem Device wird Chefkoch genutzt, werden die Apps genutzt oder das Web. Das sind so Punkte, um da dann eben auch personalisiert und gezielt bei bestimmten Produkten und bestimmten Fragestellungen konkrete Teilgruppen dieser Community ansprechen zu können. Und der dritte Punkt, fortlaufende kritische Prüfung und strategische Anpassung. Es gibt sehr viele unterschiedliche Ansätze, das hatte ich schon angesprochen, wie man so eine Insights-Community aufbauen kann. Es gibt auch richtige Plattformen, wo Nutzer dann auf dieser Plattform Aufgaben bearbeiten können und auch miteinander in den Austausch gehen können und diskutieren können. Da gibt es beispielsweise auch Dienstleister dazu, die sowas anbieten. Die sind dann häufig zeitlich begrenzt und auch incentiviert. Bei uns ist das jetzt alles ein bisschen größer aufgezogen. Ehrlich gesagt muss man eigentlich sagen, dass so dieser Begriff Community nicht so ganz passt, muss ich ganz selbstkritisch sagen, weil wir stellen den Austausch zwischen den Nutzern ja nicht her, zumindest noch nicht. Wir fragen, es kommt was von denen zurück, wir interagieren mit den Nutzern, aber die nicht untereinander in der Form, in der wir das aktuell machen. Aber wir haben, ich kann noch nicht sagen, wo die Reise konkret noch hingeht. Wir wollen ganz viel Neues ausprobieren. Wir haben für wahrscheinlich den nächsten Newsletter so ein Produktvoting geplant von Fackelmann. Die stellen Küchenutensilien her. Die wollen jetzt auch eine Art Co-Creation mit unserer Testküche machen. Das heißt, unsere Nutzer dürfen dann quasi entscheiden, welche Produkte soll es zukünftig mit Chefkoch-Logo drauf dann auch im Laden zu kaufen geben. Und solche Themen, also insgesamt uns breiter aufstellen, thematisch und methodisch, da wollen wir einiges ausprobieren, haben einige Ideen und schauen, wie sich die Testküche noch weiterentwickeln kann. Wer neugierig geworden ist, darf gerne auf chefkoch.de/newsletter sich zur Testküche anmelden. Würde mich freuen, wenn ihr euch das mal quasi in live in der Praxis
anschaut. Und damit bedanke ich mich. Freue mich auf den Austausch später und vielleicht haben auch ein paar von euch Ideen, was man mit unserer Insights-Community, wie man das noch weiter entwickeln kann.